Hey Freunde der Anarchie, willkommen zurück auf Lasergurkenland, erreicht man unter der Domain silihum.com oder alternativ der IP 149.202.17.134. Das ist ein Anarchie-Server in Vanilla-Minecraft, kein Paper-Minecraft, kein Spiegel-Paper-MC-Bucket-Reloaded. Pure Vanilla-Madness ist hier am Start für euch. Wie ihr seht, ist hier nie viel los. Hin und wieder ist mal jemand da. Ganz entspannte Nummer kann man hier schieben und Minecraft wie in the old days spielen. Schaut doch bitte einfach mal vorbei und spielt hier ein bisschen die Stars, ist Bescheid, ist immerhin ein Werbevideo. Aber ich würde sagen, without further Werbung, let's get started. Ambitionierte Pläne natürlich. Das ist hier der Highway und ich plane das ganze Wasser hier wegzumachen und dann da fett TNT reinzuballern, wisst Bescheid. Immer ein bisschen hier die Overworld Highways ausbauen. Und für die heutige Folge habe ich herausgesucht, wo ist es denn? Hier moderne fucking Firefox. Hier moderne GPN 18 moderne Kommandozeilenwerkzeuge. Also Multitasking ist bescheid nicht meine Stärke. Und zwar von der media.ccc.de Channel, ein Video von 2018 mit 28.000 Aufrufen. Den Dude kenne ich irgendwo her. Ich glaube, von dem habe ich mal ein T-Max-Video mal reingezogen und sonst irgendwas. Ich weiß natürlich nicht, wie er heißt, aber ich würde sagen, es geht los. Das Ganze dauert 58 Minuten. Circa so lang wird wahrscheinlich auch die Folge hier dauern. Also, let's go! Gulasch Programmier nach. Lyra? Irgendwie so heißt der. Gulasch Programmier nach 18. Das ist der Lyra? Der Lyra hat heute Vortrag 2 von 3. Ja. Ne, also einer kommt heute noch, den anderen könnt ihr euch, wenn ihr ihn verpasst habt, angucken. Erzählt euch heute was über moderne Kommandozeilentools. Ich habe heute auch nur diese Trollschicht, weil ich den auch sehen will und wusste, so kriege ich auf jeden Fall einen Platz. ich lasse dir einfach mal die Bühne. Danke. Und euch viel Spaß. Dankeschön. Ist der Applaus laut. Junge, Junge, Junge. Vielleicht ja, so, hallo erstmal. Jetzt ein bisschen runterschauen. Ich bin der Lyra. Ich spreche hallo, Deutsch, Lyra. Auch wenn es vielleicht nicht so klingt. Ich komme aus Wien. Falls mich jemand nicht verstehen sollte, bitte irgendwie bemerkbar machen. Winken wird, glaube ich, schwer funktionieren. Da musst du mir ein bisschen helfen. Ich kann auch langsamer sprechen. Ich tue es aber selten. Das ist der Talk moderne Kommandozeilenwerkzeuge in der Version 1.3. Das heißt, ich habe das Feedback aus den letzten drei Talks schon eingebaut, das heißt, es sind jetzt noch mehr Tools drinnen. Ich habe aber auch hier mehr Zeit bekommen, das heißt, das sollte sich alles entspannt ausgehen. Wer das Prozedere noch nicht kennt, ich nehme gerne Fragen zwischendurch, auch Wortmeldungen und Sonstiges. Für interessante, lustige, spannende Fragen, Anmerkungen, Tipps vergebe ich Mannerschnitten. Diese hier sind vegan. Also auch sollte für das Großteil des Publikums geeignet sein. Sind die auf Low Carb? Also wenn ihr euch die vielleicht dann holt oder und Fair Trade, wäre das super. Das mit dem Werfen hat sich nicht bewährt. Ich habe es früher mit Schokoschirmchen gemacht, das gab ganz böse Verletzungen. So, ich bin auf Twitter und auf chaos.social unter @lyra erreichbar. Der Hashtag für den Event wäre GPN18, falls ihr das noch nicht mitbekommen habt. Ihr dürft gerne reinkommen, solange ihr euch irgendwo ein Plätzchen findet. Ich sehe euch eh nicht, wo ihr sitzt, also das passt schon. Ein paar Worte dazu, warum ich diesen Talk überhaupt mache. Den habe ich eigentlich nur für mich gemacht. Und irgendwie wollen ihn aber alle Veranstalter haben. Ich verstehe es nicht, warum. Wer von euch kennt Douglas Adams, den Hitchhiker's Guide to the Galaxy? Den Autor davon. Ach, sehr schön. Die anderen sind wahrscheinlich schon eingeschlafen und heben deswegen nicht die Hand. Douglas Adams war ja ein ganz, ganz großer Prokrastinator, so wie wir alle, und hat alles gemacht, außer Bücher zu schreiben. Also das ist ja so eines der Probleme mit ihm. Er hat viel zu wenig Bücher geschrieben, hat sich aber ganz, ganz viel mit Technologie und seinem Mac und Internet und allem beschäftigt und hat dann irgendwann einmal so drei Sätze postuliert. Der erste Satz so zum Thema, wie gehe ich als erwachsener, älterer Mensch mit Technologie um? Und den ersten Satz, den er postuliert hat, war, alles, was zum Zeitpunkt unserer Geburt bereits vorhanden war, wird als Bestandteil der natürlichen Ordnung empfunden. Also diejenigen von euch, die so 90... Danke. Das war die Flora auf der Technik, sehr gut.
Also alle, die jetzt so um 90er Jahre geboren wurden, für die ist das Internet selbstverständlich. Für mich ist das noch immer so, ach, das funktioniert noch immer, es ist so grandios. Also für alle, die später auf die Welt kamen, servus, ist das eigentlich so, ja eh, wo ist jetzt das Problem? Ne? Alles, was in der Zeit zwischen dem 15. und 35. Lebensjahr erfunden wurde, ist super spannend, aufregend, revolutionär und fördert sogar die eigene Karriere. Das war bei mir zum Beispiel das Internet. Also mit der Karriere hat es nicht geholfen, aber ansonsten, es war aufregend und revolutionär. Jetzt bin ich ja schon knapp über 35 und da gibt es dann ein Problem, hat der Douglas Adams formuliert. Alles, was nach unserem 35. Geburtstag erfunden wurde, verstößt gegen die natürliche Ordnung der Welt und wird abgelehnt. Also Docker, Kubernetes, System D. Ja. Ja, das fühle ich aber auch, muss ich sagen. Wie viele gar nicht wissen, ich bin noch gar nicht 35, aber ich kann da relaten. Er hat das also natürlich auf Englisch formuliert, aber das dachte ich, übersetze es. Und ich habe halt ein Problem damit, weil ich mag dieses Eintrocknen im Hirn eigentlich nicht und da habe ich mich selber gezwungen, so, was gibt es denn jetzt eigentlich so Neues an Dingen, coolen Dingen, die man sich anschauen sollte, mit denen man sich vielleicht ein bisschen beschäftigen sollte oder Mensch sich beschäftigen sollte. Das heißt, der Plan heute wäre ein bisschen History-Abgrenzung, wo kommt das alles her, wie funktioniert das alles, womit haben wir es zu tun. Dann eine ganze Menge an Tools, wie gesagt, da sind jetzt ein paar mehr dabei als bei der Easter Hack und bei den Linux-Events in Graz und in Wien. Und ganz am Schluss gibt es noch diese eure Vorschläge, das heißt, ich lasse mich von meinem Publikum inspirieren, so heißt das korrekt. Das heißt, wenn ihr irgendwelche super Tipps habt, so das Tool musst du dir noch unbedingt anschauen, das ist ganz toll, nehme ich gerne am Ende entgegen. Es gibt, wie gesagt, für Wortmeldungen dann Haselnussschnitten, leckere aus Wien. Gut, in Medias Res, wir sprechen über Kommandozeilentools, die zum Teil schon etwas älter sind als ich. Also wenn man sich anschaut, so die ganze Historie von Unix und Linux, das ging ja schon relativ früh in den 60er, 70er Jahren los. Das grep-Kommando, das ihr wahrscheinlich alle kennt, ist aus dem Jahre 1973. Ja, also das ist 2 Jahre jünger als ich. Ihr dürft jetzt rechnen anfangen. Hat er nicht gesagt, dass er 35 ist? Also es ist Unix. Das heißt, Unix kennen wir doch alle. Ne? Ja. Und hinter Unix steckt eine Philosophie. Die Philosophie hat der McIlroy 1978 formuliert. Und hat da eigentlich auch wieder so 3 Punkte, es wiederholt sich immer so mit diesen 3, 3 Regeln, was ein richtiges Unix-Programm ausmacht, definiert. Das macht eine Sache und das macht eine Sache gut. Unter anderem das Programm CR oder Div und Sort geschrieben, also auch schon älteres Semester. Erste Regel der Unix-Philosophie, erstelle Programme so, dass sie eine Aufgabe erfüllen. Nur eine und nur diese eine. Wenn du das Gefühl hast, ja, jetzt füge ich noch dieses Feature hinzu, denk darüber nach, ob nicht vielleicht ein zweites Programm, das das alleine macht, besser wäre. Also einfache, simple Programme, ja, statt Feature-Itis ohne Ende. Geh davon aus, dass dein Programm Text-Streams erhält und auch, dass die Ausgabe deines Programmes von anderen Programmen weiterverarbeitet wird. Das heißt, knappe, einfache Ausgaben, klare Ausgaben, strukturierte Ausgaben, die von einem anderen Programm weiterverwendet werden können. Nicht Binärformate, Textformate. Wir sprechen hier immer mit Text, den ich weiter pipen kann. Und lass den Computer für dich arbeiten. Das heißt, wenn du die Wahl hast, mache ich das jetzt händisch, also quasi den spanischen Kollegen Manuel, ne? Lass ich den Praktikanten das machen. Besser der spanische Kollege Manuel, den habe ich ja noch nie gehört. Ey. Weil dann Hauptsache niemand hat gelacht, Junge. Der war ja viel zu geil. Der oder die Praktikantin was und man hat dann auch noch ein Tool, das man immer wieder verwenden kann. Peter Salus hat das Ganze dann noch einmal kurz und knackig zusammengefasst. Darum geht's. Kurze, kleine, einfache Programme, die miteinander interagieren können. Kurze, kleine, einfache Programme heißt aber nicht, dass das nicht unkomplex werden kann. Also, ja, also von der Kommandozeile CSV-Datei auslesen, in JSON konvertieren und dann wieder irgendwo hinaufposten, kann man schon machen, wenn man möchte. Wo kommen jetzt diese Kommandos her? Also die Kommandos, die ich heute alle nicht bearbeiten möchte, das ist jetzt so zu verstehen, da
kommt jetzt ganz viel für euch an Tipps, was ihr nächstes Jahr oder auf der Winter-GPN oder so irgendwo selber als Vortrag einreichen könnt. Seht das als Input von mir an euch, worüber ihr Talks halten könntet. Ja? Gibt es zum Beispiel die zu Beginn die Single Unix Specification. Das ist eine Spezifikation für alle Betriebssysteme, die den Begriff Unix im Namen tragen wollen. Es sind so die üblichen Verdächtigen, AX, HPOX, Unixware, Solaris und so weiter und so fort in verschiedensten Varianten. Und Bestandteil dieser Single Unix Spezifikationen ist der IEEE Standard 1003, der 161 Kommandos definiert. Also da findet man schon CP und Yes und nein, Yes nicht, aber WC für Word Count und so weiter. Also da gäbe es schon mal eine ganze Yes Menge an Programmen, wo man sicher nicht alle Optionen kennt. Also wenn ihr da mal Talks halten wollt, feel free. Darauf basiert der POSIX Standard. Das sind die oder FASIX Standard, je nachdem, streiten wir drüber. Der auch wieder der 1985 von Richard Stallman ins Leben gerufen wurde und der eben Interoperabilität zwischen verschiedenen Linux- und Unix-Systemen, also eigentlich Unix-soiden Systemen, definieren soll. Es reicht aber, eine dieser drei Bedingungen zu erfüllen, also NT4.0, wer sich noch erinnern kann, war zum Beispiel POSIX-compliant, weil es die Application Programming Interface implementiert hat, ohne die ganzen Tools dazu zu haben. Also war aber auch POSIX-kompatibel, also Checkmark, passt. Auf dem POSIX basiert dann wiederum die Linux Standard Base, ist im Prinzip der Standard, wo die meisten Linux-Distributionen sagen, ja, das unterstützen wir, damit man sich eben auf jeder beliebigen Linux-Distribution zurechtfinden kann. Und in dieser Linux Standard Base wird auch ein ganzes Schippel an Kommandos unterstützt. Auch hier wieder WC, Diff, alles Mögliche, feel free to pick your Tool für einen etwaigen Talk bei den nächsten Events. Dann gibt es auch noch die Linux Kernel Organization, die hat unter Util Linux auch noch einen ganzen Haufen Kommandos definiert. Und nachdem wir unter Linux im GNU Userland unterwegs sind, gibt es die GNU Core Command Utilities, auch ein ganzes Schippel an Kommandos, die ich alle nicht, nicht behandeln werde heute. Also da gibt es ganz, ganz viele Themen für euch, um Talks zu machen. Die sind copy und pasted. aber danke für den Input. Die Frage war, wonach die sortiert sind. Ich weiß es nicht. Ich werde sie für den nächsten Talk sortieren, damit das. Ja, ja, nein, in dem Fall glaube ich nicht. Nö, nicht wirklich. Ja. Danke für den Input. Bei der nächsten Iteration werden sie sortiert werden. Wärst du so freundlich da einmal? Dankeschön. Es ist schön, einen Herald zu haben. Gut, Regel des Talks, wir sprechen nicht über Tools, die am Rechner laufende Server brauchen. Was meine ich damit? Ich meine zum Beispiel dieses Ding hier, Full-Text Search für Linux-Man-Pages, wo ich mir zuerst einen auf Java basierenden Elasticsearch Lucene Engine installieren muss, um dann mit dieser, Moment, ich zeige euch das jetzt, Achtung Kamera, von hier stationäre Mikros. Das ist die Kommandozeile, die einfach zu merkende Kommandozeile, die man dann eingeben muss, um nach einem Linux-Kommando, nach einer Man-Page zu suchen. Es ginge einfacher, weil wir haben Man-K oder apropos, die dasselbe können, ohne dass ich zuerst einen Java-Server installieren muss. Also ich spreche über Systeme, ich spreche über Programme, die standalone mehr oder weniger laufen können. Ein paar Python-basierte Dinge sind dabei, aber ansonsten nichts Aufregendes. Gut, nach diesem kurzen Vorspiel, Viertelstunde ist um, zu den eigentlichen Tools. Fangen wir mit dem Elefanten im Raum an, SystemD. SystemD löst sukzessive, beziehungsweise hat mittlerweile schon die meisten System 5 Init Scripts abgelöst, sorgt noch immer für Spaß am Gerät, irgendwas funktioniert nicht, irgendwas klemmt. Aber es ist halt mittlerweile so, wir müssen uns damit anfinden, auch wenn SystemD dieser Idee hinter einfach und simpel und eine Aufgabe und die dafür gut und richtig erledigen, nicht ganz immer gerecht wird, um es jetzt einmal freundlich zu formulieren. Im Prinzip, jetzt, wenn ich es jetzt von einer
von der ganz simplen Sicht sehe, System starten, stoppen, Prozesse starten, stoppen, ist nicht viel Unterschied. Die Reihenfolge hat sich ein bisschen gedreht. Statt etc init tool start, sage ich halt jetzt System Control Start, Stop, Restart Status. Ja, kann man, muss man sich halt umgewöhnen, ist aber nicht so schlimm. Kann diese Schaufel bitte noch unnötiger sein? Microsoft, was ist mit euch? Bin ich gerade zu blöd, diese Schaufel zu verwenden, oder ist dieses Spiel einfach zu blöd, um nur ansatzweise zu funktionieren? Rar! Mach eine Sache und mach sie richtig und baut nicht 1000 Features hier ein. Nicht, wenn ich das sage, Status, kriege ich zurück, Apache 2 ist running. Hurra, passt. So erwartet man sich das Unix-Kommando. Einfacher, klarer Output, den ich auch in einem nächsten Programm weiterverarbeiten kann. Systemd. Einfach, klar, konzis, auf einen Blick zu erkennen, ob der Server läuft oder nicht. Das ist die dritte Zeile. Ja, wenn ich Farbe hätte, ja, weil ich habe es copy-pastet, das wäre rot. Ja, es ist ein bisschen... Ja, stimmt, die Farbe hilft ungemein. Ja. Also mit Farbdisplays wäre dann die Zeile rot, so läuft nicht, sieht man dann doch. Außer mal ist rot-grün blind, aber das ist auch wieder eine andere Geschichte. Kann man sich sicher umkonfigurieren. Gut, Systemd macht natürlich in alter Unix-Tradition nicht nur ein Ding, sondern macht mehrere Dinge. Systemd sieht sich auch oder möchte eigentlich auch die zentrale Autorität für alle Logfiles sein. Das heißt, Systemd möchte eigentlich auch alle Logs sammeln, vom Apache, von was auch immer am System läuft. Und das Ganze natürlich auch nicht der Unix, natürlich auch Binärformat, also auch so, wie wir es eigentlich vorhin gesagt haben, dass es nicht passieren sollte. In dem Fall hat es aber durchaus Vorteile. Ich kann mir nämlich einerseits dann zum Beispiel ein Logfile in UCT ausgeben lassen, also sprich in Universal Time Coordinated. Ich kann aber auch sagen, ich hätte das Logfile jetzt gerne mit Timestamps auf meine lokale Sommerzeit umgerechnet oder was auch immer. Also, ja, ergibt schon ein bisschen einen Sinn. Und ich kann dann auch noch sagen, ich möchte das Logfile nicht nur als Textfile haben, sondern ich möchte es auch als, was sage ich jetzt, ja, okay, doch jüngeres Publikum da, dann hätte ich es auch gerne als JSON zum Beispiel ausgegeben, damit ich damit was anfangen kann und das durchpassen kann. Ach, ich dachte, man kann es auch als Brandmaterial verwenden, aber man kann es verbrennen, was kommt denn da für Scheiße raus? External Control, über das kann ich das alles steuern, wie hätte ich das Logfile gerne, was davon hätte ich gerne. Das heißt, mein Logfile vom Apache mit System Control minus U und kriege das Logfile von meinem Service. Gewöhnt euch dran, wir werden nichts anderes mehr haben in langer Zukunft. Gut, woran erkennt man, dass ein Windows-Systemadministrator auf einem Linux-System arbeitet? Dir, nee, auf, LS, oder? Ja, entweder der Dir-Befehl, ja, das kann ja. Ich, du darfst dir nachher noch ein paar Schnitten nehmen. Yeah, ich habe Schnitten gewonnen. Oder am NS-Lookup, das ist auch so ein Klassiker. Das heißt, das neuere Cool, die coolen Kits, so wie der Barbarossa da unten. Habe ich irgendwas gedroppt, hast du gesehen? Länger dick, um DNS-Abfragen zu machen nach Hostnamen, IP-Adressen, MX-Records oder sonstigen. Ich bin confused, Leute. Das heißt, ein dick und auch hier bei dick wieder klarer, konziser, minimalistischer Output, der sofort weiterverarbeitet werden kann, wie das so üblich ist. Gut. Schauen wir es uns im Detail an, da sagt er mal dick, okay, welche Version, wonach habe ich gefragt, welche Suchoptionen habe ich mitgegeben. Ja, ich habe eine Antwort bekommen, da sind verschiedene Flex, ich habe vielleicht irgendwas rekursiv gesucht oder habe eine Query bekommen, eine Antwort gefunden, super, danke. Dann bekomme ich noch einmal meine Frage plus da endlich der Antwort dazu und hinten nach dann noch einmal ein bisschen Statistik, welchen Server habe ich gefragt, wie lange hat das gedauert, wann war das eigentlich, weil das ist jetzt, hat jetzt so lange gedauert, das zu lesen, dass ich ja nicht mehr weiß, welchen Tag ich eigentlich habe. Das geht aber schon besser, also mit einem Dick plus Short schaut das Ganze schon wesentlich freundlicher aus und Dick hat auch ein Konfigurationsfeld, das heißt, ich kann mir das als Same Default dann setzen. Und dann kommt immer nur die sinnvolle Antwort zurück, so wie man es eigentlich gerne hätte. Im Vergleich dazu jetzt nochmal eines Lookup. Ja, kommt auch was Vernünftiges raus. Und um auch den Datenvergleich zu haben, ich habe ein eines Lookup für den MX-Server, sprich welchen Mail-Server, welcher Mail-Server steht denn jetzt in dem Fall hinter entropia.de. Bei Dick das Ganze einfach hinten nachgestellt. Also jetzt von der Syntax her auch nicht so viel zum Umräumen. Das war richtig schlau von mir gerade. Ja, Host gibt es auch noch, aber Host ist alt. Host mag ich nicht.
Das kann, es kann ein Copy-Paste-Fehler sein, ja. Ja, 29 in MX1, das, ist ein, das, das sind Tabs hinein, das, das, das sind Tabs dazwischen, die beim Copy-Pasten irgendwie verlustig gegangen sind. Ich beim Folien-Upload. Was kann man mit dem Scheiß denn machen? Entschuldigung. Egal, ich brauche mehr davon. Das hab ich im ICE geschrieben, da war das Internet nur. Und gerüttelt hat's auch. Also. Der meckert, der kriegt von mir nichts mehr. Der hat letztes Mal der hat auf der Easter eine Sachertorte bekommen, der kriegt nichts mehr zu naschen. Gut, was gibt's noch? Es gibt dann TracePath, eine User Space Version von TraceRoute. Brauchte früher, als TraceRoute noch Root-Rechte brauchte, keine. Einziges sinnvolles Feature derzeit ist die PathMTU, die TracePath noch mitermitteln kann. Das heißt, wenn man sich das anschaut, rechts oben von euch aus gesehen, die PathMTU, falls man irgendwie am Netz etwas herumfammeln möchte, eine nette Geschichte. Wesentlich praktischer ist dann schon MTR, MyTraceRoute. Das kombiniert nämlich den Output von Ping und TraceRoute, aktualisiert sich laufend, das heißt, ich muss mir jetzt nicht in den Watch-Kommando schreiben, sondern das rennt die ganze Zeit und zeigt mir an, wie es denn meiner Verbindung zu diesem bestimmten Host geht und wie der Ping zu jedem einzelnen Host auf dem Hop dorthin sind. Dafür habe ich eine Demo vorbereitet und wenn mir die Demo-Götter jetzt huld sind, ich mag das, so gehört sich das, ein ordentliches. Oh. Das ist MTR, in der Ansicht, die mir auch dieser wunderbare Mensch, der da am Boden sitzt, das erste Mal gezeigt hat, die kannte ich nämlich nicht, wie ich es das erste Mal hergezeigt habe, wo mir jetzt eben für jeden Hop angezeigt wird, wie lang ist der Ping, sieht ich ja kann crazy das Ganze aus. Mir dann auch noch in, quasi in einer Liste anzeigen lassen und ihr seht, das aktualisiert sich dauernd und ich brauche dafür überhaupt nichts tun, das passiert alles magisch für euch, ihr gebt nur das Ziel an und die Sache ist erledigt. Crazy also das times. Ist MTR, funktioniert super gummi gut und ich hey, ist das im Standard? Wieder mit dem wunderbaren. Ich würde das gerne mal eingeben, aber nicht vielleicht hier auf dem System, was ihr seht, weil keine Ahnung, was das liegt. Ne, MTR Command Not Found. Schreibt mir das überhaupt so? Dass sich nicht merkt, wo ich aus dem Vortrag ausgestiegen bin. Jetzt muss ich immer runterscrollen. Wo war ich denn da? Da war ich. Ja, das war die Ansicht, die ich zeigen wollte. So. Das Ganze kann ich mir auch mit einem Report ausgehen lassen. Das heißt, ich starte das Ding, dann rennt es einmal x-mal durch und am Schluss zeigt er mir dann eben an, wie die Verbindungsgeschwindigkeit und Dauer war. Nächstes Tool, das ich kurz herzeigen möchte, ist OPing. Mhm. Beziehungsweise das N-Curses Frontend dafür NoPing. Hat also jetzt nichts mit Nein zu tun, sondern N-Curses OPing. Ist auch ein Ping, macht aber hübsche Kommandozeilen-Grafiken auf der Konsole. Rippschuhe. Auch hier wieder. Und Ripphose an der Stelle. Diesen hier. Jawohl. Das heißt, man sieht hier, der Ping rennt an und für sich ganz gut und ab und zu habe ich da irgendwo so ein Hackerl drin. Das heißt, da dauerte der Ping einmal länger. Das ist halt so eine hübsche Blockgrafik zu den verschiedenen Hosts hin. Warum haben wir da jetzt, da habe ich irgendwo in meinem Vorbereitungsskript einen Fisch drinnen, aber das macht nichts. Gut, so, genau, jetzt bin ich wieder da. Da habe ich noch einen Screenshot drinnen für Notfälle. Das, wofür ich ihn eigentlich eingeladen habe, dass er sich hier reinsetzt, ist die ganze IP-Route-2-Geschichte. Ich habe mir kurz überlegt, ob ich es ihn machen lasse, aber ich gehe es im Schnelllauf durch und verweise wieder auf deinen Talk, das ist einfacher. IP-Route 2 löst if-config und root ab, das heißt, wer noch immer if-config eingibt, um seine IP-Adresse des eigenen Rechners zu bekommen, gewöhnt euch langsam an die neue IP-Syntax. Ist ein bisschen eine Umgewöhnung, ist aber im Prinzip wesentlich strukturierter, klarer und konziser, wenn man sich mal umgewöhnt hat. Als kleine Hilfestellung. Ja, aber ich bin schon 35, bei mir ist das nichts mehr. If-config hat mir eben die IP-Adresse gegeben. Neu heißt das eben IP-Address-Show. Ja, das geht kürzer. Wir spielen jetzt hier aber nicht Shell-Golf, sondern ich schreibe euch hier die langen, ausführlichen Befehle hin, damit man mal versteht, worum es hier geht. Das Show kann man, glaube ich, komplett weglassen und die Address kann man dann noch auf ein A kürzen. Also ja, Shell-Golf machen wir bei der nächsten Easter Hack, haben wir gesagt. So. Wie komme ich mit... Das ist ja kein Shell-Golf. Das ist ja... Niemand gibt die Langform an. IP-Address-Show. Man sieht... Ich habe sowohl Legacy-IP als auch ordentliche IP hier bekommen.
das Ganze dann auch noch für die MAC-Adresse, also alles da. Dasselbe gibt es natürlich dann fürs Netzwerkkarten auf- und abdrehen, IP-Adresse setzen, IP-Adresse löschen, geht jetzt auch wesentlich bequemer und einfacher, wenn überhaupt. Dasselbe mit IP-Neighborhood ist dann eben für die ganzen ARP-Einträge zuständig. Und wenn ich eine Route angezeigt bekommen möchte, mache ich das halt jetzt mit IP-Route-Show. Ja, es ist ein bisschen mehr zu tippen und ja, es zahlt sich aus, wenn man es sich umgewohnt, weil es einfach immer, ihr habt es gesehen, es ist immer IP, es ist immer das Gleiche, wenn man sich einmal umgewöhnt hat. Wer mehr dazu wissen will, schnappt sich entweder nachher den Barbarossa, wink mal kurz, Dankeschön. Er hat einen ganz tollen Vortrag gemacht, Contemporary Linux Networking, die Slides sind online. Gibt es ein Recording von dem Teil? Leider nicht, aber er gibt es auch gerne in einer halbstündigen Druckbetankung gegen Einwurf von Alkohol, vermute ich einmal stark. Ne? Heute nicht mehr, aber wenn man ihn lieb drum bittet, macht er das gerne. Er ist ein Mann. Also heute kein Alkohol. Gut, na, noch besser. Gut. Nächstes Tool, das ich kurz vorstellen möchte, dazu habe ich gestern schon einen Talk gehalten, der mittlerweile schon dank des wunderbaren Vox online ist und man sich im Nachhinein anschauen kann. TMUX, Terminal Multiplexer, ermöglicht mir gemeinsames Arbeiten in einer Session oder so wie jetzt hier, ich habe hier auf meinem Laptop-Bildschirm eine Session, ihr seht hier drüben eine Session, wenn ich immer was herzeige und ich muss mich nicht immer umdrehen zu schauen, was ich tippe, weil ich das bei mir sehe, also ich kann hier mehrere Sessions mit den gleichen Kommandos beschicken. Ist für mich der bessere Screen. Ein Argument früher war immer, Screen wird nicht mehr weiterentwickelt, das hat sich mittlerweile geändert. Die Kollegen, die das jetzt machen, haben zum Beispiel schon den AX-Support rausgeschmissen. Okay, so Leute, jetzt muss ich kurz mal das Video rauskramen, was ich hier von Il Mango habe. Okay. Scheiße, brauchen wir da einen Repeater? Erstmal muten, weil ich habe natürlich keine Rechte von Il Mango, dieses Video hier wieder abzuspielen. Wir schauen Automatic Wall Builder Conveyor Belt 1.11 bis 1.15 von Il Mango und ja, ihr seht nichts und ihr hört nichts davon, aber ich wollte den trotzdem mal crediten, weil von dem diese Maschine kommt. Okay. Hier ist Sticky Pistons. Okay. Einer zeigt nach unten, einer zeigt nach oben, einer zeigt nach. Also. Lass mich hier erstmal so ein Ding bauen. Ja, Leute, das kann ja nur schief gehen. Ich weiß echt nicht, wie effizient dieses Teil funktionieren wird. Oder ob man ohne die Maschine schneller ist. Aber je schneller ich beim Maschinen bauen werde, oh, was saugt mich denn darum, desto effizienter wird es in Zukunft werden. Also ich denke, es ist ein gutes Investment in die Zukunft eines automatisierten Spawn-Zerstörens. Ja. Irgendwie sind hier die Strömungen am Start. Okay. Dann machen wir das hier mal zu. Okay, so. Wir haben ein Swicky Wisten, der nach unten zeigt. Tja, auf welcher Höhe? Okay, wir haben. Yar. Okay, wir haben ein Sticky Wisten, der uns hier hin wistet. Das ist gut. Und dann haben wir da ein. Oh Gott, wir brauchen mehr Platz. Stone. 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 Okay. Ja. TNT.
Okay. Ich hoffe, das ist jetzt nicht problematisch. Aber das ist ja jetzt sozusagen auch nur die. Oh fuck. So, was hat er geschrieben? Nix. Perfekt. Okay, so. Also hier sind zwei Dinge. Da geht ein Repeater mit. Was für ein Abstand? Naja, das kann man alles nachjustieren. Wo ist denn mein Repeater? Habe ich natürlich wieder keinen. So, kann ich denn das Kelb verwenden, um Sachen anzubrennen? Kann man das Kelb eigentlich für irgendwas verwenden? Ich hasse Kelb. Ah, was haben wir für Recipes? Geschenke, was? What the fuck is this shit, fuck. Okay, ja, okay, wie brennen wir jetzt den Stein an mit Holz? Ja, Bruder, der baut das fertig, bevor ich fertig bin. Und dann brauche ich auch nicht mehr anfangen. Wisst ihr was? Sollt ihr das doch fertig bauen? Und dann move ich schnell rüber. Das sollte alles weg, damit die Maschinen da nicht hängen bleiben. Und was buggt hier schon wieder so rum? Ist das mein Internet? I don't know. Okay, ich denke, wir machen mal weiter mit dem Video. Weil, was ist das? Das kennen wir nicht, weg damit. Sie haben es dann wieder eingebaut, nachdem die Admins gemeint haben, wir hätten es trotzdem wieder gern. Demux ist für mich halt irgendwie ein bisschen moderner, kleiner, schlanker, schneller, skriptbarer und toller. Warum? Habe ich auch wieder was vorbereitet. Das, was alles, was ihr hier seht, läuft in einer Demux-Session. Ihr erkennt das oben. An den Reitern, wo man die verschiedenen Applikationen sieht, da jetzt eben noch Noping und Temux, weil halt der Bildschirm ein bisschen groß bzw. klein ist. Und ich habe jetzt hier in diesem Fenster drei verschiedene Panels, in die ich auch was hineintippen kann. Ich kann mich hier hineinzoomen, ich kann mich wieder hinauszoomen, ich möchte vielleicht den Hardtop größer sehen, dann wieder rauszoomen. Und das Ganze ist skriptbar. Das heißt, ich habe mir alle Demos, die ich hier habe, habe ich in einem Skript drinnen. Bevor ich komme hier rein, baue hier auf, starte einmal das Skript, der baut mir meine Demo-Session auf, bereitet mir alle Kommandozeilen, alle Befehle vor. Und ich brauche nur noch zwischen den einzelnen Fenstern innerhalb des Demos wechseln, um euch zu zeigen, was ich denke, das reicht in Breite. Das Ding kann unglaublich viel. Ich kann Kommandos hinschicken. Schaut es euch an, schaut euch meinen Einsteiger-Talk dazu an. Spielt damit herum. Ich kann es nur empfehlen, sich damit zu beschäftigen, als es erspart einem wirklich viel Zeit und Mühsal. Zetschel. Wer vorhin schon ein bisschen gespickt hat, wird es gesehen haben, ich verwende Zetschel statt der üblichen Bash, die vorinstalliert ist. Zetschel ist eine interaktive Login-Shell und ein Kommandozeileninterpreter für Shell-Scripts, der auf der Burn-Shell basiert. Das heißt, alles, was in der Burn-Shell oder Born-Again-Shell funktioniert, sollte auch unter Zetschel funktionieren. Aber halt noch viel mehr. Ich kann das Ding dann in verschiedensten Arten und Weisen erweitern. Ich habe Themes dafür, ich habe Plugins dafür und ich habe mit Oh My Zetschel ein Package dafür, das sich automatisch aktualisiert und mir immer wieder Updates Sorgen bereitet. Und neue Dinge hineinspielt. Was meine ich jetzt mit Also ich bin ja nicht wirklich und, überzeugt von Zetschel. Ich habe das ein paar Mal verwendet, aber ich bin immer wieder zu Bash zurückgegangen. Ich da aber einmal hier. So, ich
habe hier irgendwo auch ein Zettelding. Jawohl. Also ihr seht schon, ich habe mir meine Zettel ein bisschen angepasst. Das heißt, ich habe eine einen zweizeiligen Prompt und ich habe in dem Prompt dann auch schon eine GitHub-Integration drinnen. Also ich sehe da hier, ich bin derzeit im Branch Master und alles ist sauber eingecheckt. Ich habe keine Fehler auf der Kommandozeile und alles ist gut. Git. Entschuldigung. Ein Feature, das ich jetzt normalerweise ja auch in der Bash habe, ist die Tab Completion. Das heißt, ich haue zweimal auf die Tab-Taste drauf und er schlägt mir vor, welches Verzeichnis oder welche Datei mir jetzt an den aktuellen Pfad anhängen will. Unter der Bash müsste ich jetzt damit Tab durch alle Elemente durchwandern. In der Z-Shell habe ich jetzt das schöne Gefühl, ich kann einfach meine Cursor-Tasten nehmen und in der ganzen Liste einfach wie wild herumfahren, bis ich das Verzeichnis gefunden habe, das ich möchte. Und das zweite Nette an der Z-Shell ist, ich brauche kein CD, wenn ich jetzt in dieses Verzeichnis... So, pausieren wir mal die Z-Shell-Propaganda und schauen hier mal kurz rein. Okay, brauche eine, die nach unten zeigt, und zwar auf der Höhe von... Ja, welche Höhen machen wir denn das Ding? Das machen wir da oben hin, richtig? Dann... Okay, dann ist das auf der Höhe hier, also eins über mir. Dann reicht das, wenn der... Jetzt zeig ich nach unten. Richtig. I don't know. Und dann zeigt der nach oben. Falsch rum. Dann zeigt der nach oben. Yeah. Dann hat der hier zwei Sand drauf. Oder Sand. Der vorne zwei. Hinten. Der hinten hat zwei Sand drauf. Dann haben wir hier Blöcke. Ja, ich mache jetzt nicht das Video wieder an. Ich baue jetzt kurz mal dieses eine Teil fertig. Und dann machen wir das Video weiter. Okay, dann haben wir zwei Blöcke. Warte mal. Das ist nicht so. Es ist egal, ob da drunter Platz ist oder nicht. Zeigt der nicht nach. Das ist der Sand. Okay, wir brauchen den daneben. Ich weiß nicht, ob der Platz braucht. Hä? Hey, wie gut mache ich das eigentlich gerade, Leute? Okay. So. Nein! Ich dreh's. Alter! Jungs! Was ist denn hier los? Das war schon richtig so. What the fuck? Das ist nämlich im Video andersrum als bei mir und das hat jetzt mein Gehirn absolut gefickt. Okay. Also, der vordere zeigt nach unten. Dann haben wir 1, 2. Und dann haben wir hier einen Pisten. Zack, bumm. Okay. Dann haben wir Repeater. Die sind jetzt in meinem blöden Ofen. Brauche ich eigentlich auch mal ein Boot, ne? Wenn die Shortcuts nicht so scheiße wären auf meinem anderen Firefox-Setup, dann könnte ich schnell das Video kurz playen, aber keine Chance leider. Boah, vier Steine nur. Hier läuft mal wieder gar nichts rund, Leute. Wirklich gar nichts. Ich brauche 6 Steine
Und Boy. Okay, es dauert ein bisschen, bis ich wieder zum Weiterbauen kann. Nein, ich wünsche mich einfach den Verzeichnisnamen an und bin drinnen. Herrlich. So, jetzt habe ich mir natürlich genau das verhaut, was ich eigentlich erzeigen wollte, aber das macht nichts. Ja, kommt selber rauf und haltet den Vortrag und dann schauen wir, ob ihr euch alles merkt, was man so täglich braucht. Ja. Gut. Wenn ich mich jetzt, was ich zum Beispiel auch machen kann mit dem Customizing, ich kann, wenn ich ein falsches Kommando eingebe oder irgendwas falsch schiefgelaufen ist mit dem letzten Kommando, eine schöne Warnung anzeigen lassen. Die muss jetzt nicht unbedingt da in der Statuszeile sein. Die kann auch auf der rechten Seite sein. Das kann jetzt auch ein Emoji sein. Also ich kann mich da jetzt einen Geist hinein. Ach so, ein Ficker schon wieder und ein Creeper. Und ich kann dann natürlich auch eben die Git-Integration kurz herzeigen. Wir sind jetzt da auf der GPL 18. Ja, von allen Seiten werden hier angefickt. Das gibt's hier nicht. Das heißt, ich habe jetzt ein neues File in dem Verzeichnis angelegt und er warnt mich automatisch, aufpassen, du hast da ein File, das jetzt noch nicht in Git eingecheckt ist und zu Git hinzugefügt wurde. Das ist okay. Das heißt, wir sehen immer das Gleiche mit diesen Systemen. Also auch so dieses... Ja, mit I fange ich noch nicht an, deswegen macht er mir den Prompt rot, weil das Kommando kennt er noch nicht und in dem Moment, wo ich das Z dazu schreibe, ist es wieder grün, weil alles, oder weiß, oder schwarz in dem Fall, weil alles ist gut. Und ich sage jetzt ein Git Stash und mein Master ist, in meinem Master ist wieder alles in Ordnung. Also da gibt es ganz, ganz viele Plugins und Zusatzfeatures, die man hier verwenden kann. Das Ganze gibt es auch mit Vim-Bindings, also wer lieber mit Vim... Okay, wir haben da einen, das ist wirklich tatsächlich ganz vorne, das passt so. Dann haben wir hier direkt einen unten Hebel, okay. Und zwar ist der auch ganz vorne, okay, passt. Mein Holz ist bald alle. Das ist natürlich wieder unpraktisch. Dann mit Stein auch. Das sollte wahrscheinlich kein Sticky Pisten hier sein. Das sollte wahrscheinlich echt kein Sticky Pisten hier sein. Kann man die wieder entsticken? Nein, kann man nicht. Okay, super. Ich kann auch eigentlich mein ganzes letztes Holz in Dings.
Schaufel, hey. Leute. Kannst du nichts mit anfangen, wirklich nichts. Okay, langsam habe ich es drauf hier mit den Elytra Moves. Okay. Ja, würde ich sagen, machen wir das Video mal weiter. Wenn links arbeiten will, das ist alles drinnen. Das ist die Liste. Wärst du dann so lieb, die Person, ich habe sie jetzt nicht gesehen, versorgen? Nein, nicht mit Mikro, sondern mit, oder gab es da noch eine Frage? Achso, gab noch eine Frage. Entschuldigung, ihr müsst mich akustisch unterbrechen, weil ich sehe euch wirklich nicht. Das tut mir leid. Hat auch für die Suche in der History ein paar nette Features. Da habe ich aber nachher noch ein Tool, das das noch einmal pimpt. Da kommen wir noch dazu. Wie gesagt, das sind jetzt die OMIZ-Shell-Plugins, die es derzeit so gibt. Also von Git über Mercury, Task Warrior etc. pp. Das heißt, ich habe jetzt hier dann nicht nur Tab-Completion für Kommandos, sondern ich habe bei den Kommandos dann auch noch Tab-Completion für die Optionen zum Beispiel dabei, was auch manchmal wirklich, wirklich hilfreich ist, weil wer merkt sich schon alle Optionen. Und Autokorrektur zum Teil auch. Ja? Und er schlägt einem schon vor, ah, das Kommando habe ich nicht gefunden, das wäre der Befehl, um das Kommando nachzuinstallieren und so weiter. Also da geht ganz, ganz viel mit Z-Shell. Noch eine Frage, bitte. Ja, kannst du mir Mikro? Können wir ein Mikro machen? Weil dann haben wir die Frage am Stream und ich brauche nicht noch mehr reden, ich rede schon zu viel. Bitte. Ja, eine zweite Sache, die bei ZSH super praktisch ist, finde ich, ist, dass man auch tiefe Pfade, sag ich mal, vervollständigen kann. Also wenn wir jetzt, du hattest da jetzt, glaube ich, eben irgendwie Projects Linux Home. Dann tippe ich pr/li und drücke nur einmal Tab und er vervollständigt mir das dann als Ganzes. Und dann, wenn ich immer wieder so diesen einen langen Pfad habe, tippe ich den dann ganz schnell runter. Da habe ich dann auch noch ein anderes Tool dafür, aber ja, du hast natürlich vollkommen recht und ich freue mich schon auf deinen Z-Shell-Einführungstalk nächstes Jahr auf der GPN. Dankeschön. Nein, ernsthaft, also ich wurde gefragt, magst du nicht noch einen Z-Shell-Talk auf der GPN auch machen? So, ja, wollen schon, aber ich hatte nicht die Zeit zum Vorbereiten und ich freue mich, wenn ich einmal drinnen sitzen und lernen kann und nicht hier vorne stehen muss und einen Kasperl machen muss. Also bitte, bitte, reicht Talk ein, wenn ihr meint, ihr habt dann noch eine Idee. Was jetzt neu dazu gekommen ist, Ranger ist ein Dateimanager für die Kommandozeile mit Miller Columns. Wem sagt Miller Columns was? Never gehört. Ja, Schweigen im Walde. Wer hat schon einmal einen Mac OS Finder gesehen mit den Spalten? Das sind Miller Columns. Nee. Das Ganze kommt aus dem NextStep Betriebssystem, auf dem dann das Mac OS herausgezogen wurde. Okay. Da muss ich ja kurz mein Video vorspulen. Dann haben wir 10 Blöcke und dann haben wir. Okay, 10 Blöcke. Wir haben halt natürlich absolut keine Blöcke. Boah, ey. Ich pack diesen Stein hier nicht. Okay, was war die Mission? Ach, Stein. Stein. Stein, Stein, Stein. Okay. Okay, wir haben hier 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Okay. Dann haben wir hier diese zwei Repeater, Observer. Da haben wir einen Slime-Block, Slimer. Können wir mal save und machen ihn hier hin. Welche Richtung geht es denn mit den... Ja. Okay. Warte mal. Der Observer faced in... Ja, in die Richtung.
Okay, und die anderen nach unten, oder? Wie war das? Warte, wie viele Blöcke? Ah, jetzt kann man gleich mal so wie im Video machen. Mach kurz mal den Sound an. Im Mango, bitte bann mich nicht. System is super simple. It's actually just Forbes Service. Ah, er zählt die Blöcke nicht. Okay, dann muss ich sie selber zählen. Was hat er geschrieben? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7? Ja, 7. Und dann die Observer und dann ist das ganze Ding 3 lang. Passt. Okay. Okay, der macht die Observer so, dass die hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, okay, ich bin einen safer gegangen, dann machen wir es so, wie er das sagt. Oder schon so. 7. Und dann da 2 dran in diese Richtung. Und dann hier so ein dran. Und dann so ein dran. Und das könnte dann schon klappen. Der Ranger hat auch VI-Key-Bindings für unsere VI-Freunde. Ich bin ein VI-Freund, ich habe keinen dritten Arm und nicht zusätzliche Hände für Emacs, daher bleibe ich beim VI. Was denn? Ich höre da ein O, als wäre das etwas Verwerfliches. Irgendwie fehlt mir jetzt da... Okay. Das heißt, ich habe jetzt hier meine 3 Spalten, ganz rechts sehe ich die Dateien und habe dann hier die Möglichkeit, warum bin ich denn jetzt? Ah, ich habe das falsche Skript gestartet, das erklärt einiges. Das heißt, ich kann jetzt hier in den GPN18 Folder gehen, ich kann zu meinen Kommandozeilen-Tools gehen und ich habe jetzt hier meine Ranger-Demo. Halleluja! Und habe dann auch zum Beispiel, wenn ich jetzt auf eine Datei mit dem Cursor rechts drauf gehe, macht er mir automatisch meinen Lieblingseditor auf. Ich kann ihn auch verlassen mittlerweile. das kommt jetzt mit dem großen Font nur halb so gut rüber, wie es tatsächlich ist. Ich bin total happy, das hat mir jemand auf den Grazer Linux-Wochen gezeigt, dass es das gibt. Ich lerne das Teil gerade, es ist so super und ich freue mich, dass ich endlich meine Miller-Columns habe, weil der Feature-Request für den Nemo-Dateimanager, der gammelt vor sich hin und riecht schon ganz schlecht. Gut, noch ein paar Tools, über die ich jetzt eher zügig drüber gehe. HTTPy ist im Prinzip ein Wrapper um Curl herum, der das Ganze in hübsch und bunt macht und auch den Aufruf von Curl ein bisschen vereinfacht. Das heißt, ich mache einfach HTTP auf eine URL und kriege dann ein hübsches, farblich formatiertes File zurück. Also wer gern bunt hat, ist das eine hübsche Alternative zu Curl oder WGET. Was HTTPy auch noch kann, ist JSON-Output ausgeben. Das heißt, wenn ich irgendwas aufrufe, wo JSON zurückkommt, dann kriege ich das hübsch mit Klammern und eingerückt und hergerichtet. Ja, ich bin halt eher der XML-Mensch, aber man entkommt ja auch diesem JSON nicht mehr wirklich. Diesem JSON. Wenn wir schon bei JSON sind, dann muss man natürlich auch noch JQ erwähnen. JQ ist ein Set für JSON, wie sie sich selber nennen. Das heißt, ich kann JSON-Files anzeigen, filtern, untersuchen und verändern und das Ganze zwei, drei, vier, fünf, ich kann mir zum Beispiel sechs, einem ganz sieben, acht, neun, zehn, irgendwo also hier. Ein bisschen JSON-Script-Fu
Ich glaube, hier ist vom 10, oder? Fahrplan alle Talk-Titel rausholen lassen und das kommt dann hinten raus auch wieder was wieder um JSON. Also wenn man mit JSON-Files öfter zu tun hat, vielleicht ein Tool, das ganz praktisch ist. Okay, dann machen wir die hier hin. ARIA 2C brauche ich als Systemadministrator wie ein bisschen Brot, das ist ein Download-Utility, dass mir meine Downloads von den Install-Sets und ISOs massiv beschleunigt. Ich kann den Download eines Files in mehrere Teile aufteilen. Ich kann diese Teile dann parallel gleichzeitig herunterladen und so einen 4-Stunden-Download in 10 Minuten erledigen, wenn die Server mitspielen. Das ist ganz praktisch. Also in dem Fall dieses ISO-File teile ich mir eben in 10 Teile auf, die parallel heruntergeladen werden. Wenn dieses ISO-File jetzt auf zwei verschiedenen Servern liegen würde, also irgendwo klopft das. Ah, da draußen. Gut gepasst, gut. Wenn dieses File jetzt auf zwei FTP-Servern liegen würde, dann könnte ich das eigentlich auf der anderen Seite machen. Zwei FTP-Servern parallel herunterladen und noch dann kann ich es auch da lassen. Das Ding kann noch viel mehr. Weil drin fahren ja die Maschinen. Wenn man öfter was herunterladen muss, wirklich ein Timesaver und super praktisch. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich habe mit dem Diff irgendwie so ein bisschen ein Problem. ICDIF löst für mich viele dieser Probleme. Es ist ein sehr kleines Tool, es ist einfach und es ist simpel und es macht einfach ein Diff menschenwürdig lesbar. Das heißt, statt der klassischen Diff-Syntax eben was Hübsches, bisschen Strukturierteres und in Bunt, was man auf einen Blick erkennt, worum es geht. Für die Anhänger des klassischen Diffs gibt es dann auch noch ColorDiff, was im Prinzip wiederum nur ein Wrapper um das klassische Diff herum ist und einfach in Farbe und Bunt das Ganze macht. Das schaut dann ungefähr so aus, also auch einfacher lesbar als okay, das klassische. Okay, also 1, 2, 3, 4, oder WinDiff, oder es gibt ganz viele. 6, 7, 8, 9. WinDiff ist halt schon wieder, ja, WinDiff ist auch eine Option. Horizontal oder vertikal? Aber es geht ja auch ums Anzeigen von bestehenden Diff-Files. Aber ja, WinDiff ist auch eine Option. Suchen. Ich habe halt schon Grep erwähnt. Das Tool, das ich momentan verwende, und ich betone das jetzt nicht, ist derzeit RipGrep. Rekursives RegexGrep ist super schnell. Also der Vergleich von der RipGrep Homepage im Vergleich zu dem klassischen GNU-Grep mit und ohne Unicode Support. Also mit Unicode, wenn ich Unicode aktiviere in der Lokal, wird Grep noch einmal einen ganzen Tick langsamer. Heißt jetzt nicht, dass ich euch alle dazu zwingen will, RipGrep zu verwenden. Ihr könnt es genauso gut ACK oder Platinum Search oder sonst irgendwas verwenden. Nur wenn ihr öfter in größeren Datenmengen wie irgendwelchen Solar-Scans, Solar-7-Scans oder sonst was herumsucht, überlegt euch mal, ob ihr nicht vielleicht das eine oder andere alternative Suchtool ausprobieren wollt, um euch ein bisschen Zeit zu sparen. Ebenfalls neu jetzt gegenüber der Easter Egg und an den anderen Vorträgen, die ich schon gehalten habe. Bis wann habe ich? Ja, ich habe es befürchtet. Nein, geht sich alles gut aus. FD ist ein Prinzip auch wieder ein Wrapper oder eine Vereinfachung von Find. Statt Find minus ein in Pattern schreibe ich einfach FD Pattern. Das heißt, ich erspare mir wieder beim Shell Golf einiges an Tipparbeit. Das macht Smart Case, das heißt, wenn ich irgendwo wenn ich alles in Kleinbuchstaben schreibe, dann ist ihm die Groß-Kleinschreibung egal. In dem Moment, wo ich einen anderen Charakter drinnen habe, macht er automatisch eine case-sensitive Suche und so weiter und so fort. Als Unicode-Aware ist parallelisierbar, das heißt, ich kann dann auch eben parallel suchen und es ist bunt. Das heißt, ich habe einfach ein FD, dann kriege ich meine Files und kriegt das ganze Ergebnis auch in Bund und wenn ich nach bestimmten Dingen suche, die Syntax ist einfach ein bisschen einfacher als Find. Also wer Find noch nicht so oft benutzt, einmal FD anschauen, hilft und macht Spaß. Ein Tool, das ich persönlich selber noch nicht, also nicht verwende, weil ich damit nicht zurechtkomme, aber mir mehrfach empfohlen wurde, ist Z. Ja, das heißt wirklich nur Z, das macht die Suche auf Google nach dem Ding wirklich schwierig. ist im Prinzip eine, weil es ist ja momentan alles AI, das heißt, es ist eine AI für Verzeichnispfade, ist eine künstliche Intelligenz, eine Artificial Intelligence, die trainiert werden muss. Das Ding merkt sich, in welche Pfade ich schon einmal hineingegangen bin und in die ich öfter hineingehe und macht dann Regexen auf die beliebtesten Verzeichnisse. Ja, könnt ihr mich noch weiter wegkommen mit den Jungs? ZFU geht mir in das erste Verzeichnis, in das
das Verzeichnis, das Foo enthält, das ich am öftesten benutze und so weiter. Also da sind wir jetzt bei dem Punkt, den du mir da... Da braucht es ja doch keine künstliche Intelligenz. Ich habe mal kurz vorhin angebracht, dass das ich als öftest benutze. Bei Z kommt dann noch einmal ein bisschen zusätzlich Blackmagic dazu. Es gibt Leute, die darauf schwören. Ja. Probiert es aus. Ich finde, es ist von der Idee her ganz lustig und cool. Ich habe für mich jetzt noch nicht den Nutzen gefunden, aber das ist eben genau der Punkt. Nicht jedes Tool muss für jeden oder jede passen. Ein nettes Tool ist auch Exa, ist im Prinzip eine Erweiterung oder eine Ergänzung zu LS. Ist bunt, ist rekursiv, unterstützt Git, das heißt Git-Ignore-Files und so weiter werden berücksichtigt. Und was bei Exa ganz schön ist, man sieht sie auf der rechten Seite. Also man sieht in LS nicht, was in Gitignore ist. Das zeigt mir hier auch meinen ganzen Verzeichnisbaum. I don't know, ob man das will. Und hier auf der linken Seite sieht man auch schon bunt die Ausgabe. Und ich bin fast perfekt in der Zeit. Es ist so schön. Dann kommen wir zu dem Tool, wegen dem ich eigentlich den ganzen Talk angefangen habe. Und das ist FZS. FZF. Schön sprechen, Martin. Der Kommandozeilen Fuzzyfinder. Kommandozeilen Fuzzyfinder ist eben so, was will der leider von mir? Ich verstehe kein Wort, was er meint. Das ist so eins von diesen Tools, die muss man herzeigen, damit man es versteht. Also werde ich das auch tun. So, hurra. Ich wechsle in meinen Namen. Och, Menno. Da, FZF, habe ich es doch. Wusste ich es doch. Das heißt, was ich jetzt hier mache, ist, ich rufe FZF im Preview-Mode auf und sage ihm, zeig mir von jedem Dokument, das du findest, von jeder Datei, die du findest, die ersten 100 Zeilen an. Das ist das Head minus 100. Ja? Wenn ich das jetzt mache, kriege ich auf der linken Seite meine Liste der Dateien und auf der rechten Seite die ersten 100 Zeilen aus dieser Datei. Und ich kann jetzt einfach mit meinen Cursor-Tasten hinaufwandern und er zeigt mir die ersten 100 Zeilen von jeder Datei, die ich so finde. Ist ja schon einmal nett. Wo ist jetzt der Fuzzyfinder-Teil? Der Fuzzyfinder-Teil ist, ich kann jetzt einfach zu tippen anfangen und er grenzt mir die Suchbegriffe auf das ein, was ich tippe. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel ASM tippe für Assembler, dann zeigt er mir nur noch Dokumente an, die entweder im Dateinamen oder im Verzeichnisnamen irgendwo ASM vorkommen haben. Ich kann das Ganze auch so ein bisschen regexartig machen, das heißt ein Dacherl, das heißt es beginnt mit irgendwas, ein Dollar, also irgendwas Dollar muss auf irgendwas enden. Also wenn ich jetzt sage, .c Dollar, dann kriege ich nur noch Files, die mit .c enden. C-Files, nicht. Also das ist ein Fuzzyfinder. Ich type einfach irgendwas und er findet mir die dazugehörige Datei. Mit Enter bekomme ich sie dann zurück und kann sie weiter verwenden. Ist schon einmal recht nett. Ich kann auch Multiselect machen, also wenn ich mehrere Dateien auswählen will, funktioniert das auch. Das FZF kann aber noch mehr. Es bindet sich nämlich auch in die Shell ein, in meinem Fall in die Z-Shell. Und was ich jetzt machen kann, ist zum Beispiel ein Steuerung T. Und jetzt sage ich, ich suche wieder irgendwas mit ASM im Dateinamen und bekomme dann, das ist vielleicht schlecht gewesen, da irgendwas mit .c Dollar. Achso, also .c ist vielleicht schlecht. .c Dollar. Und kriege dann die Datei zurück, mit der ich dann irgendwas tun kann. Also ich kann hier auch in den Cypherhead das Ganze integrieren. Ich kann das Ganze auch mit Alt-C aufrufen. Dann bekomme ich nur Verzeichnisse, kann mir wieder irgendwas mit, gib mir irgendwas mit Sound. I2C und er wechselt mir automatisch in das Verzeichnis hinein. Auch hier wieder Fuzzy, ich fange einfach zu tippen an, bis ich das gefunden habe, was ich gesucht habe, und er wechselt mir dorthin. Und was auch funktioniert, und das ist der Punkt, wo ich dann so wirklich ganz, ganz glücklich bin: Kill. Was verlangt Kill? Normalerweise Process ID. Ne? Ich kann aber jetzt Kill Tab sagen. Und in der Kombination FZF zusammen mit der Z-Shell bekomme ich jetzt einfach eine Liste aller Prozesse. Und ich kann jetzt hier zum Beispiel nach Hardtop suchen, kriege einen Prozess, wo Hardtop drinnen läuft. Und er schreibt mir dann automatisch die PID auf die Kommandozeile. Okay, das ist noch leicht. Was ich jetzt nicht mache, weil sonst brechen wir sämtliche Demos zusammen. Aber also, ja, so kann man dann schon langsam anfangen zu arbeiten.
Was dann auch noch schön ist, FZF integriert sich eben auch in den, ich glaube, auf dieser Seite haben wir die VI-Fraktion sitzen, FZF integriert sich auch in den VI hinein, FZF integriert sich auch in den TMUX hinein. Das heißt, wenn mich jetzt das stört, dass er mir diese Auswahl in meinem aktuellen Shell-Fenster gibt, kann ich einfach sagen, nein, das war's nicht. Das war jetzt ein Copy-and-Paste-Fehler. Probieren wir es nochmal. In dem Moment, wo ich eine Maus in die Hand nehmen muss, bin ich verloren. FZF TMUX-R und er macht mir ein neues TMUX-Panel auf und gibt mir die Dateien, die ich auswählen kann. Das ist jetzt vielleicht blöd, weil ich im falschen Verzeichnis war. In einem eigenen TMUX-Panel an und wenn ich die Datei ausgewählt habe, schließt er mir das Panel wieder und ich bin wieder und kann wieder weitermachen in meiner TMUX-Session, so wie ich es gewohnt bin. Also FZF ist wirklich ein sehr, sehr, sehr feines Tool. Ich kann euch nur empfehlen, das mal fallen zu lassen. Es ist ein Binary, das man einfach ins Bin irgendwo hineinfallen lässt und die Sache ist erledigt. Und man hat das ist geil, dass er nicht installieren sagt, sondern fallen lassen. Vorteile damit. Letztes Tool, das ich vorstellen will, damit sind wir auch gut in der Zeit. Oder haben wir Fragen? Ich hätte eine Frage. Du hast eine Frage. Ja, kann man in dem Preview-Modus auch in der Ausgabe des Befehls suchen? Du hattest ja vorhin Preview auf Head gemacht. Kann ich dann auch in den ersten 100 Zeilen der Ergebnisse suchen oder geht die Suche immer nur auf die Dateinamen? Ja, du kannst ein zweites FZF starten und dann... Hast du statt dem Head, also du kannst ja in dem Head, in dem, da wo ich Head geschrieben habe, alles Mögliche hineinschreiben. Also feel free. Also ich sehe schon einen Lightning Talk für den nächsten Event. Mhm. Super. Zeig mir dann, wie es geht, bitte. Ein Problem, das wir auf der Kommandozeile ja auch wieder immer haben, ist der Fortschritt. Also wir haben unter Linux ein Fortschrittsproblem. Nein, haben wir nicht. Doch, Progress, oder wie hieß das? Doch, aber Progress, wir haben ja zum Teil langlaufende Programme. Irgendein DD, mit dem ich irgendwas auf eine SD-Karte schreibe. So mit es gibt doch so ein paar Dinge, die man auch nachher dran slappen kann, oder? Prozess oder so irgendwas. Und das ist halt immer ein bisschen unpraktisch. Nicht? Weil wir haben zwar ein DD, aber das müsste ich dann nach PV pipen, damit ich irgendwie diesen hübschen Progress-Bar bekomme und dann wieder zum DD weiter, was unter Umständen schneller sein kann. Aber wie gesagt, wir spielen jetzt hier mit Shell-Golf. Die neuen DD-Versionen haben mittlerweile ein Minus-Minus-Progress. Ja, ich kenne diese Option auch schon. Ich habe das Beispiel jetzt ganz bewusst gewählt. Weil auch 1, 2, die 3, neue 4, 5, nicht auf 6, 7, 8, 9, 10. Also ich bin im Enterprise-Umfeld tätig, da dauert das alles ein bisschen länger. Meine Kunden haben nicht die Zeit und den Willen, Gentoo oder ArcOS zu kompilieren von Stage 0 oder 1 oder was auch immer weg. Bei uns dauert das alles ein bisschen länger, bis die Software auf dem Level ist, wie man sie gerne hätte. Aber, jedenfalls, was es aber gibt, ist eben Progress und das zeige ich euch auch her, wenn ich es finde. Das war jetzt 6, das heißt, das müsste 7 sein, das müsste 8 sein, jawohl. Ich habe auf der von euch aus gesehen rechten Seite mein Progress-Programm schon vorbereitet mit der Option minus groß M wie Monitor. Das heißt, das Ding startet und horcht dann einfach im Proc-File-System auf entsprechende Events von Copy, Move, also auf die entsprechenden System-Calls. Das heißt, ich starte das Ding mal und er sagt, momentan läuft kein Copy, Move, Tarcat, Unzip, Bzip, whatever. Wenn ich jetzt aber auf der anderen Seite, man sieht, TMUX ist super praktisch, um so Sachen herzuzeigen, ein Copy starte, und ich hoffe, ich habe das jetzt, nein, natürlich nicht, ausgebessert. Wenn ich da jetzt ein Copy starte, dann kommt jetzt auf meiner rechten Seite ein Update. Wie weit ist denn der Copy-Prozess? Und ich kann jetzt den Progress da drüben auch beenden und noch einmal starten. Und er erkennt automatisch, der läuft noch immer, der läuft noch. Wenn ich jetzt einen zweiten Copy-Prozess starte, zeigt er mir den da auch an. Also das Ding ist wirklich, wirklich praktisch. Funktioniert natürlich auch wieder im User Space, das heißt, ich sehe jetzt nicht die Copy-Prozesse von anderen Usern, also das ist alles so, wie es sein sollte. Und ist halt wirklich praktisch. Jetzt habe ich vorhin, bevor ich mir ein Bier aus der Küche geholt habe, habe ich das DD auf die SD-Karte gestartet und das blinkt noch immer nicht und ist noch immer nicht fertig. Und wie geht es dem eigentlich? Wäre so eben genau der Fall für DD. Ich breche jetzt nur das Copy ab, weil der Rechner ist zu schwach, dass ich gleichzeitig präsentieren und den Copy laufen lassen kann. Damit bin ich nämlich jetzt auch schon durch die Tools durch.
ein bisschen über der Zeit. Es waren jetzt auch mehr Tools als die letzten Male. Ich sage einmal recht herzlich Danke und freue mich auf eure Wortmeldungen an Tools, die ich jetzt ausgelassen habe. Dankeschön. Mit Saalbeleuchtung sehe ich auch. Hallo. Gibt's Fragen? Ich habe keine Mana-Schnitten mehr. Ah, du hast die schon in der Hand. Ah, also super. Für drei Fragen gibt es noch Essen, danach müsst ihr einfach fragen, weil ihr was wissen wollt. Habt ihr das einmal durch? Ja, so gut bin ich noch nicht. Ja, hallo, ich komme aus einer etwas anderen Ecke von NetBSD. NetBSD hat schon ganz lange ein Progress-Tool. Ist das dasselbe oder ist das was ganz Neues? Basiert das da drauf oder wo kommt es her? Das kommt aus dem New User Space. Also es ist nicht das BSD Progress. Aber ich habe es gefunden, ich benutze es, gibt eine GitHub-Seite dazu. Ja. Oder? Ja, lass mich schauen. Ja. Bitte danach schauen. So, ich hätte doch ein Tool, Cut. Ist wie Cut, nur eben, dass automatisch farbig ausgibt, Quellcode. Und auch wie Less ein Pager hat, dass man willig scrollen kann. So wie die Fledermaus. Ja, okay. Rust geschrieben. Ah, in Rust geschrieben, okay. So, Dankeschön. Kommt auf die Liste. Hui, so viele Hände. Ich hätte mir mal schon. War vorhin auf der Liste. Ich wollte nur noch mein Lieblings-Plugin von Oh My C-Shell erwähnen. Curl Directory History. Also meistens, wenn ich Steuerung R drücke, interessiert mich eigentlich nur, was ich in diesem Directory eingegeben habe. Und das ist super praktisch. Ja, dann setzt du dich am gleichen mit, besten mit ihm da vorne zusammen und machst nächstes Jahr einen Essential Song. Ich finde das wirklich super. Ja, ich hab noch Zeit. Also, hast du auch noch Essen? Also, wir können jetzt mal. Ich habe jetzt noch ein Packerl Mannerschnitten in Reserve für den anderen Talk gehabt. Ich kann die jetzt da auch einfach ins Volk streuen, dann habe ich nachher im großen Saal halt nichts mehr. Also ich kann damit leben. Wäre das okay, wenn du die Frage stellst ohne Essen? Ist eigentlich eine Anmerkung? Ihr kennt ja vielleicht DU, einfach DU, und da könnt ihr ja gucken, wie groß die ganzen Dateien sind. NCDU. Wunderbares Tool, N-Curses, DU. Und da könnt ihr durchgehen, habe ich jetzt echt benutzt, um einfach große Dateien mal zu löschen. Wunderbar. Also, wunderbar. Herzlichen Dank. Kommt auf die Liste. Da drüben auch noch. Gebt doch die Keule doch weiter, oder? Bisschen Bewegung für den Mikrofon. Troll. Ich wollte noch SoCut anmerken. SoCut habe ich auch schon mal gehört. Was einem immer wieder mal auf NetL und NCut ersetzen kann. So, SoCut? Ja. Basiert auf, ist Python, C, weiß nicht. Okay, vermutlich. SoCut, ne? Schauen wir, kommt auf die Liste. Dankeschön. Ach ja, bei Networking, diese. Rechts von dir. Ja, da habe ich das irgendwie mal gehört. Okay, noch ein Vorschlag. Es gibt ein Tool, das nennt sich FUG, beziehungsweise ZipFUG. Ja. Und das ist großartig. Die hat Heuristiken, die sagen, wenn du diesen Befehl eingegeben hast und halt funktioniert, dann wolltest du wahrscheinlich das eingeben. Das heißt, man gibt einen Befehl ein, der funktioniert nicht, man sagt FUG. Und er sagt, meintest du eigentlich das da? Und dann sagt man Enter und das ist gut. Da gibt es ja dann auch noch das Bastelprojekt mit dem Arduino dazu, wo man dann einfach so einen großen roten Button hat, wo man draufhauen kann. Und der Button schreibt Fuck in die Kommandozeile. Also, ich würde einen Industriebuzzer dafür verwenden. Bitte. Es gibt in Debian noch einen ganzen Haufen ausgelagerter Tools namens More Utils. Da sind so Sachen drin wie TS für Timestamps präfixen. Und Parallel, damals hast du schon Befehle parallel ausführen. Möchtest du dazu nicht vielleicht einmal einen Talk halten? Das wäre super spannend, weil ich kenne die alle nicht. Also, ernsthaft, bitte. Ihr dürft doch weiter Fragen stellen, ohne dass ihr nachher einen Talk halten müsst, ne? Das sind nur Vorschläge. Vorschläge. Bei FZF wird ja der Inhalt des Dokuments auch angezeigt. Na, nur wenn du die Preview-Funktion verwendest. Wenn ich die Preview-Funktion verwende, wie wird der angezeigt? Also head. Bei dem Textdokument? Head. Er macht einfach Head. Er macht einfach die ersten X. Also, wenn es kein Textdokument ist, hast du ein Problem. Okay. Also, der Ranger ist ein bisschen intelligenter, der erkennt die Dokumenttypen und ruft dann entsprechend ein Anzeigetool an. Also, der kann dann für Videos, rendert er dir ein Vorschaubild, ein PDF macht er dir, konvertiert er dir in Text und so weiter und so fort. Also, der kann das schon mehr, aber FZS macht nur das, was du ihm sagst. So, wir haben einen habe ich noch. How do I?
sucht nach der Eingabe auf Stack Overflow und printet den ersten gefundenen Code. Das ist echt nicht schlecht. Da habe ich ziemlich gut nachgeschlagen. Was, wie heißt das How-Dual? Ich habe sowas ähnliches schon mal gefunden, aber das klingt noch ein bisschen nutzerfreundlicher. Ich habe so mal, was war das? Eine Library gefunden in Python, wo man, glaube ich, irgendwie war das, wo man direkt in Python aus Stack Overflow importen kann. Aber ja, das war irgendwie nicht so intuitiv, glaube ich, oder irgendwie was, irgendwas war da, irgendein Issue gab es. Aber das hört sich gut an, das sollte ich mir nicht irgendwo aufschreiben. How do I? Ah, ich bin gerade nicht in der Aufschreibeposition hier. Keine Blöcke, was da los? Hier Blöcke. In Blöcken bin ich ja eh hier. Das muss ich kurz mal notieren. How do I, oder? Nach der einen habe ich noch. How do I? How do I? Okay. Leute, das hört sich ultra geil an. How do I? Aber ist das so lang? GitHub finde ich nicht. Vielleicht muss man es zusammenschreiben. Ah, ist ein Python-Ding, oder? Pip install, how do I? Okay. Okay. Also, für alle, die es interessiert, pip install, how do I? Also, alles zusammengeschrieben. Nach der Eingabe auf Stack Overflow und printet den ersten gefundenen Code-Block. Da habe ich so ein paar Stack Overflow Integrationsdinge für Developer gefunden. Ja, das kommt, ist wahrscheinlich in der nächsten Version drin, weil es einfach zu schön ist. Ich finde auch schön so das Exception Handling für Java, wo er einfach ein Get macht auf Stack Overflow und die erste Antwort, also quasi die hochgewotete Antwort, die erste, die er findet, als im Stack Trace mit ausgibt, finde ich auch schön. Da kann man viel, viel feinen Fu machen, ja, da gibt's. Ja, also ich fürchte auch ehrlich gesagt, dass solche Stack Overflow Tools irgendwie eher Arbeitsplätze ersetzen als irgendwelche Roboter. Bis Punkt haben wir, gell? Plus minus. Ja, ich habe ja nachher noch einen Talk. Ja, ich muss meinen anderen Talk noch vorbereiten. Bitte! Was ich noch empfehlen wollte, ist Mosh oder die Mobile Shell. Das ist quasi SSH, aber mit Reconnect überlebt auch kleinseitige IP-Wechsel, solche Sachen. Und hat auch, wenn die SSH-Verbindung langsam ist, man kann lokal tippen und er merkt sich quasi, dass man getippt hat. Man muss nicht warten, bis die andere Seite antwortet. Und macht das Ganze über UDP, das habe ich in meinem SSH-Verbindung. Ich habe den auf der Easter Hack in 30 Minuten gehalten. Jetzt habe ich fast eine Stunde gebraucht. Also irgendwo muss ich, aber ja, Mosh kommt immer wieder auch, ja. Ich glaube, ich sollte mir so eine Slide machen, so, ja, das gibt's auch noch, aber konnte ich jetzt nicht covern oder so irgendwie. Ach, nö. Doch, bitte. Ja. Es geht nicht über einen Vortrag, neben anderthalb Tage Vorträge, ob des Netzwerkthemas, wird am 25. 28. die Postform geben, in der Runde rein, die gedacht ist. Und dann wird auch, wenn ich announced, ein Network Enablement Train. Nein, nicht mich schlagen. Ich mal auf, dass die Leute dich auch zur Stimme. Hallo, Menschen. Nee. Also muss es immer anstrengend sein. Da wird es so von Einsteigerlevel bis ein bisschen mehr Netzwerkzeug geben. Das heißt, auch diese ganzen Grundlagengeschichten wie IP-Route und sowas werden dann nochmal angeboten. Werbeblock Ende. Irgendwo in der Nähe von Bonn. Gut. Ich sehe gerade keine Frage. Doch, hier kommt noch. Da. Zwei schnelle können wir noch nehmen. Eine kleine Frage nur. Du hattest vorhin gesagt, dass IP quasi ifconfig ablöst. Ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich bei ifconfig dabei war, aber es gab immer diese EasyList und so kommt Befehle, um WLAN zu managen. Gehören die da dazu? Oder, okay, das heißt, die sind auch dann nicht im WLAN. WLAN ist anderes.
Da könnte man vielleicht den Hendrik motivieren. Da. modernes WLAN-Management ohne Authorization. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, oder? Ich weiß nicht, beim Hendrik sehe ich nur noch, dass er VMs deployed. Also. Ja, wo? Da, da. Noch zwei kleine XZ- und LZOP. Schöne Alternativen zu GZIP. Einmal schnell, einmal gut komprimierend. Ja, in dem Komprimierungsbereich tut sich eben momentan wieder mal unglaublich viel. Da gibt es auch was mit Parallel und Tralala. Da gibt es ganz viel. Das wäre auch einmal ein schöner Talk. So Alternativen eins, zu GZIP und TAR. Ja, warte, ist es hier eins? Eins, gut, zwei, drei, dann sind wir am Ende der fünf, Zeit. Und sechs, ich sage noch einmal sieben, vielen, acht, vielen herzlichen neun, Dank. Zehn, freut mich, dass ich so zahlreich da war. Und bis zum nächsten Mal. Ja, danke, Alba. Okay, Leute, ihr wisst Bescheid. Das war's dann nochmal wieder mit dieser Episode. Wo sind wir in der Observer? Ich habe keinen Observer mehr. Ja, das war's dann mal wieder mit dieser Episode der Dauerwerbesendung. Ihr wisst Bescheid. Link zum Vortrag von der GPN findet sich wie immer in der Beschreibung. Und die IP-Adresse des Servers natürlich auch. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge dieser Dauerwerbesendung wieder. Was machen wir hier eigentlich, Leute? Haut rein!